Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten Küchengespräch in meiner Küche und heute in Dagmar Spillners Küche in Osterode. Und es geht um das Thema Beschäftigung, die deinem Hund wirklich, wirklich Spaß macht. Und ich sage mal ganz herzlich willkommen, Dagmar Spillner. Hallo in den Harz. Hallo, liebe Sonja. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich auch über das Thema einfach. Ich mag total gerne auch mal über Hunde sprechen. Machen wir ja so selten sonst, ne? Ja, aber sonst muss ich immer über Schlagfertigkeit und als Hundetrainer mag ich manchmal auch über Hunde sprechen. Deswegen bin ich jetzt Feuer und Flamme. Genau. Geht um Beschäftigung, die den Hunden Spaß macht. Mhm. Also nicht so dieses, der muss jetzt mit mir mit den Bällchen spielen, weil ich das so will. Ja, genau. Mir ist aufgefallen, jetzt gerade, weil ich ja auch aktuell wieder einen Welpen habe, dass ich die Königin der Quatschspiele bin. So, also ich ritualisiere im Laufe der Zeit ganz viele Sachen, viele übernommen durch jahrelange Hundehaltung, die neue Welpen erstmal befremdlich finden. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht mal so passend zum Thema, aber im Laufe der Zeit wird es halt ritualisiert. Und dabei habe ich darüber nachgedacht, dass ich so bestimmte Dinge im Repertoire habe, die Hunde gut finden, obwohl die nicht mit viel Geld oder Intelligenzspielzeug zu tun haben, und habe gedacht, das wäre doch vielleicht einfach mal schön, darüber zu sprechen. Machen wir, sprich darüber, ich bin neugierig. Ja, also ich habe darüber nachgedacht, was Hunde total gerne mögen, und das kann man auf wenige Sachen runterbrechen. Ne? Also Hunde mögen gerne fressen, die meisten jedenfalls. Es gibt immer welche, die besonders mäkelig sind, die aber doch irgendwie überleben, also müssen sie auch was essen. Und viele Hunde haben großen Spaß daran, Dinge kaputt zu machen, um dann zu essen. Ja, stimmt. Das ist immer so, dann kommen die Leute und sagen, weißt du, ich habe jetzt so ein sauteures Holzspielzeug gekauft und habe dann gleich hochwertiges Futter unter Hütchen und Schieber und so gelegt. Und dann habe ich so eine Karate-Nudel und der hat im 0, nix alles zerbissen, zerkratzt, und das teure Spiel für über 30 Euro ist hinüber. So, und dann denke ich immer so, ja, hätten wir doch vorher darüber gesprochen, dass Hunde sehr viel Spaß daran haben, Dinge kaputt zu machen, um an Essen zu kommen. Also ich nenne es Problemlösen. So. Und dann mögen viele Hunde auch einfach körperliche Sachen. Also manche laufen gerne, manche haben großen Spaß daran, sich zurückzunehmen. Das stelle ich immer wieder fest. Das gehört halt zu ihrem Alltagsrepertoire, an einem Mauseloch als Beispiel.